So, hier wieder nach vorne. Was sagt das Questlog? Durch die Uhrwerkhallen. Auf dem Weg in die Wachfeste müsst ihr die Uhrwerkhalle durchqueren. Eine verlassene Festung der Zerbierten eines alten Zaubererordens. Öffnet das Eingangstor. Der Eingang in die Uhrwerkhalle ist durch ein Tor gesichert. Es kann geöffnet werden, wenn man die Zeiger am nahen Mann hier in die richtige Position bringt. Findet das Portal in die Wachfeste oder lasst damit die Uhrwerkhalle. Ihr müsst das Portal finden, das von den Uhrwerkhallen in die Wachfeste führt. Reist dann dadurch weiter. Hm? Oh, die Uhu hat uns wieder was zu sagen. Uhu! Im Geiste, ja. Aber nicht in Fleisch und Blut. Was ihr seht, ist nur eine Erscheinung. Ich sende euch meinen Geist, um mein Wissen mit euch zu teilen. Diese alten Kammern sind voller tödlicher Fallen. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ihr dürft nicht versagen, Sturmbote. Was erwartet mich hier? Die Uhrwerkhallen sind eine alte Festung der Zerbiten, die diese vor vielen Jahrhunderten mit tödlichen Fallen gegen den Verräter Hokan geschützt haben. Hokan erschlug ihren Anführer Angtar auf dem Schlachtfeld und ließ die übrigen Zerbiten in ihren gesicherten Festungen grausam verhungern. Ihre Geister sind immer noch hier. Und auch die Fallen, mit denen sie die Schätze ihres Wissens geschützt haben. Denn Hokan hat nie gewagt, diese Orte zu betreten. Für jede Falle gibt es einen Weg, wie sie überwunden werden kann. Aber bedenkt, dass hier euer Verstand gefragt ist. Die Zerbiten waren sehr erfinderisch im Ersinnen tödlicher Rätsel. Wie kann ich das Tor öffnen? Seht ihr den großen Stein nahe dem Tor? Ihr müsst die Zeiger dort in die richtige Stellung bringen. Sagt mir, wie ich sie einstellen soll. Der erste Zeiger muss nach oben ausgerichtet werden. Der zweite Zeiger muss nach oben ausgerichtet werden. Der dritte Zeiger muss nach unten ausgerichtet werden. Der vierte Zeiger muss nach links ausgerichtet werden. Also oben, oben, unten, links. Das sollte einfach sein. An den Männern hier sind vier drehbare Zeiger angebracht. Den ersten Zeiger drehen. Wo soll der erste Zeiger gerichtet werden? Nach oben. Der erste Zeiger zeigt jetzt nach oben. Den zweiten Zeiger drehen. Wo soll der zweite Zeiger ausgerichtet werden? Auch nach oben. Der ist nach oben ausgerichtet. Den dritten Zeiger drehen. Wohin soll der dritte Zeiger ausgerichtet werden? Nach unten. Gut, der dritte Zeiger ist jetzt nach unten ausgerichtet. Den vierten Zeiger drehen. Wohin soll der vierte Zeiger gedreht werden? Nach links. Der vierte Zeiger ist jetzt nach links ausgerichtet. Die Zeiger nicht weiter manipulieren. Ja. Das Eingangstor ist offen. Und die Uhu ist weg. Ja, jetzt ist sie weg. Und wir speichern hier mal lieber. Nachdem wir den ganzen Quark mit dem Mosaik und so durch haben. Nicht, dass was passiert und wir alles nochmal machen müssen. Oh, Hasim. Die Uhrwerkhallen. Der Runenkrieger wird versuchen, sie zu durchqueren. Wir werden ihn aufhalten. Und wir müssen das Zepter der Winde finden. Ohne es können wir nicht mehr zu unserem Volk zurückkehren. Also weiter hinein. Aber seid vorsichtig. Die Zerbiten haben hier überall Fallen angebracht. Warte! Dieses Licht, das bedeutet Gefahr!
Eine Falle! Das Licht ruft Skelette herbei! Vielleicht können diese Hebel die Falle ausschalten. Das Licht ist fort. Die Falle ist entschärft. Kommt jetzt! Na, Xalop weiß gar nicht so doof, wie er tut. Besucher! Bleibt eine Weile. Bleibt für immer. Oh, wie gemein. Durchquert die Halle der Augen. Durchquert die seltsame Halle der Augen. Okay, gucken wir uns erstmal oben an. Ich glaube, oben ist eine Schatzkammer, so wie das aussieht. Ja, dann geht's nicht weiter. Da ist sogar ein Steingesicht mit der Zunge, das mit uns sprechen kann. Okay, dann wollen wir mal gucken. Den Hebel umlegen, ja. Den Hebel. Umlegen, ja. Den Hebel umlegen. Den Hebel umlegen. Wenn ich den Hebel jetzt umlege, dann... Ja. Fehlt immer noch einer. Hm.
Wenn ich den Hebel umlege, dann müsste ja genau das passieren. Ja, ich mach's gerade mit sehr viel Trial and Error. Ja, toll, wenn ich die beiden umlege. Ah, jetzt sollte ich es fast haben. Oder auch nicht. Okay. Es bleibt wieder eins an. Ah, ich glaube, ich hab's. So, und jetzt noch den da. Flop. Das war Nummer Uno.